Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks live. Ja, heute zeige ich euch mal live den Leopard PTA. Vor kurzem ja erst in dem Replay gehabt, aber nun will er live gespielt werden und dementsprechend freue ich mich sehr, weil ich mag den Panzer eigentlich ganz gern. Nur zuletzt muss ich sagen, alle Runden war so ein bisschen fragwürdig, die ich damit gespielt habe. Liegt aber wirklich nicht am Panzer, sondern einfach nur an meinem Pech, dass die Artis mich zum einen fokussen, Pech an dem an irgendwelchen schlechten RNGs. Also ich hader da ein bisschen mit mir selbst und hoffe jetzt nun einfach mal, dass es jetzt dafür ein wenig besser klappt. Ich tue alles dafür auf jeden Fall, sodass ihr euch bestens unterhalten fühlt. Oder sowas, dass ganz schnell irgendwie meine Crew immer rausgenommen wird. So, wie gesagt, nach wie vor, man muss hier einfach natürlich auf die Art hier aufpassen. Oh, das war ein Luckshot par excellence. Also so lucky muss man auch erstmal treffen. So, jetzt wird hier auf den T-54 drauf gecruised. Und weg ist die Arti. Immer diese ärgerlichen Artis. Aber hier in dem Fall ist schon die erste weg. Oh Gott. Oh nie. HE. Tut immer schrecklich weh. Ja, T49, wenn du da so durchfährst, da bekommst du natürlich einen Gruß aus der Küche. Ah, schade. Ich dachte, der klappt. Hat aber nicht. So, die Arti müssen echt auf den T49 aufpassen. Ah, der hat zu lange gewartet, dass ich da einen schönen Schuss drauf bekommen kann. So, endlich komme ich so drauf, wie ich drauf kommen will. War jetzt gar nicht so einfach, dass ich endlich mal den... Boah. Ich denke, der Blindshot dürfte geklappt haben. Ich weiß es aber in der Tat nicht. Da ist auf jeden Fall der Oho. Der versteckt sich. Die brauchen damit den Waffenträger ungemein lange. Jetzt werde ich mich mal so ein bisschen Richtung Basis orientieren, beziehungsweise hier in diese Straße reinschauen. Da könnte ich mal auf den T54 ein bisschen wirken. Beziehungsweise hätte wirken können. Hätte, wenn und aber. AMX ist hier nicht zu sehen. Hat jetzt so ein bisschen die Hoffnung. Was ist mit dem T54E1? Schöner Hit. Ich orientiere mich so ein bisschen mal Richtung Arti, um die da so zu supporten. Arti ist weg, das heißt, ich kann hier mal kurz stehen bleiben. Jetzt kommt der WZ da auf den AMX drauf, das heißt, dementsprechend da jetzt helfen. Weg mit dir. Spannendes Gefecht bis dato. So, jetzt würde ich gern
auf die Tortoise da drauf. Aber jetzt kommt da noch der Tiger. Konnte ich ketten. Aber dementsprechend, der hat nicht geklappt. Beziehungsweise nochmal gekettet und vielleicht... Nein, 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 das darf nicht sein. Da ist der Typ 61. Er hat jetzt besser getroffen als ich. Ja, und da bin ich raus. Leider. Schade, es war eine sehr schöne Runde. Mit einem leider schlechten Ende für mich. Einem guten Ende fürs Gegnerteam. Muss auch sagen, am Schluss ging mir so ein bisschen das Herz etwas schneller. Eine Niederlage, aber auch das ist nichts Neues. Die gibt es bei World of Tanks einfach ab und an. Aber denke, 3000 Schaden gemacht. 455 XP in der Niederlage bekommen, also jeweils den dritten Platz mir angeeignet. Und habe dementsprechend schon ein bisschen was reißen können. Und trotzdem hat es noch ein klein bisschen Plus an Credits gegeben. Also... nichts gewonnen, außer Erfahrung, aber auch das gehört dazu. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute bei World of Tanks. Bis bald, euer El Caramba.